Es geht weiter mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir und wir sind noch weiter hier bei unserer Mega-Wassererkundung und wir haben noch einiges vor uns. Hier haben wir ja aufgehört und jetzt kommen wir wieder in dieses Großwassergebiet. Und ja, ich habe völlig den Überblick verloren, weil ich habe ja eine kleine Aufnahmepause hier zwischen gehabt und muss mich jetzt erstmal die ersten Minuten wieder zurechtfinden. So kennt man es doch von mir. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wir noch, ja wie gesagt, hier noch im Wasser sind. Und dass wir weiter nach links wollen, um, ja, in die, ich sag mal, vorletzte reguläre Stadt zu kommen. Man könnte auch schon sagen, die eigentlich letzte in der Hauptstory, weil danach gibt es eigentlich nur noch die Liga und das ist auch keine richtige Stadt, könnte man sagen. Aber wo kommen wir hier hoch? Ist das jetzt wieder ein fremder Ort oder so? Ja, wo sind wir hier? Geheime Küste, ach. Okay, also ich finde das echt geil, wie viele neue Orte die hier dazu gemacht haben. Wenn es jetzt schon geheim ist, gucken wir uns mal die Geheimbasis an. Ich glaube, das mache ich jetzt öfter mal, dass so sehr abgelegene Geheimbasen ich mir mal durchaus mal angucke. Ernsthaft? Ein bisschen klein, ne? Ein bisschen sehr klein. Ja, danke, Nachbarn, dass ihr immer hupt. Boah, ich finde das so respektlos. Hier haben wir noch eine Geheimbasis. Man hupt, wenn man in Gefahr ist. Wenn man einen Fahrbeteiligten auf etwas aufmerksam machen will. Das ist schon besser, aber ich mache das jetzt nicht, weil ich will die jetzt gerade nicht einrichten. Aber die kann man sich mal vormerken. Man hupt in Gefahrensituationen. Man hupt, ja, wenn, ja, eigentlich nur, wenn Gefahr besteht oder so. Oder man jemanden vor etwas warnen will. Und keine Angst, ich werde es mir jetzt nicht jede angucken. Obwohl die schon größer ist. Nicht schlecht, ist so ein kleiner Flur schon mal. Aber ich suche da eher Geheimbasen, die aus so mehreren kleineren bestehen. Da gibt es so welche, die kann so Brücken dann zusammenbauen. Aber soll das hier eine reine Geheimbaseninsel sein? Deswegen gucke ich mir die mal kurz an. Ja, schon wieder. Jetzt haben wir auch gerade so kurz nach 19 Uhr. Das ist die Zeit, wo die immer hupen da unten. Weiß nicht, zu der Zeit kaufen wir so die wohl ein und kommen dann wieder zurück. Und dann nehmen wir dieses Beep. Frechheit. Vor allem, die haben ja auch keinen Grund zu hupen. Die hupen mir einfach nur so, um zu sagen so, ey, yo, Leute, wir sind hier, ne, hier in der Straße. Die hupen, man kann es ja vielleicht noch verstehen. Ich sage jetzt mal, man hat jetzt eingekauft, hat richtig zu schleppen und so. Und dass man dann vielleicht dann kurz einmal hupt, damit jetzt die anderen Familienmitglieder halt wissen so, ah, okay, wir sollen kurz runterkommen, tragen, helfen. Aber das ist ja noch nicht mehr der Grund. Ich sehe da ja keinen anderen runterkommen. Die hupen mir einfach nur so, um zu sagen so, ey, yo, ich bin jetzt hier. Aber dafür gibt es auch eine Klingel. Oder wie man das auch heutzutage oft macht, einfach mal mit dem Handy mal kurz durchbimmeln. Jeder hat eine Flat heute. Na gut, ich habe keine, aber ich habe WLAN dafür. Ja, ich bin echt einer der wenigen, die keine Internet-Flat haben. Ja. Weil ich brauche die bisher einfach nie. Ey du, lass uns schnell ein Kämpfchen wagen! Denn zu Hause habe ich gutes WLAN, da kann ich alles nutzen für mein Handy. Na gut, da habe ich auch meinen PC, da habe ich auch eine sehr gute Kabelverbindung. Also habe ich da genug Bedarf am Internet. In der Schule brauche ich auch kein WLAN. Da haben wir einen Aufenthaltsraum mit Computern und auch einer ganz guten Leitung, wo wir auch jederzeit ins Internet können. Im Unterricht brauche ich eh kein Internet. Ist verständlich. Und sonst, wenn ich unterwegs bin, bin ich meistens eh zu Fuß unterwegs oder mit einem Auto. Und im Auto mit dem Handy ins Internet gehen ist nicht gerade ratsam. Oder telefonieren. Ja, das ist nicht gerade ratsam. Und sonst, egal wo ich hingehe, wenn ich zu meinem Kollegen gehe, der hat auch WLAN, kann ich auch ins Internet. Ich habe eigentlich überall Internet. Brauche keine Flat. Oh, ich sag mal so, in der Stadt jetzt mich mal länger rumtreiben. Da haben wir auch Ecken, da gibt es auch wieder WLAN. Da stellen die das wieder so für eine Stunde zur Verfügung umsonst. Da brauche ich auch wieder keine Flat. Zumal ich in letzter Zeit sowieso sehr selten in meiner Innenstadt bin, weil wenn ich mal was einkaufen muss, kriege ich alles in einem gewissen Einkaufszentrum, das nicht allzu weit weg ist.
Und da gehe ich dann lieber dahin, als in die Innenstadt, wo es einfach nur proppevoll ist. Okay, Route 129. Hier waren wir ja noch nicht. Wir haben ja bei Route 28 aufgehört. Warum so eilig? Wollen wir die Sache nicht lieber ruhig und gelassen angehen? Ja, du bist doch die, die hier kämpfen will. Oh, und ich hätte auswechseln sollen, weil Frostage hat ja keinen Spukball mehr. Und Eisstrahl ist ja nicht gerade schlau. Aber sie hat auch schon Level 44 erreicht. Deswegen kann Farodin mal wieder was machen. Der wird uns auch in der letzten Arena nochmal sehr nützlich sein, zusammen mit Skylargladi. Aber ich glaube, dann hat sie sich erstmal mit Farodin ein bisschen ausgespielt, denn in der Liga wird der richtig kassieren, kann ich schon mal sagen. Der ist ja so oft im Typ-Nachteil. Oder beziehungsweise nicht Typ-Nachteil, aber neutral. Oder dass seine Typen resistent schwach sind gegen den anderen Typen halt. Und ja, eine Mega-Entwicklung habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich nutze sie auch nur ständig. Aber naja, wenn das einen gibt, die Möglichkeit, dann nutze ich das natürlich auch. Und wieder die gestohlenen KP zurück. Sehr schön. Ich habe mir für diesen Part auch ein kleines Thema überlegt. Und zwar, das ist auch schon ziemlich umstritten und auch schon, glaube ich, oft diskutiert worden. Und zwar, findet ihr, oder beziehungsweise was haltet ihr von einer Pokémon-Edition oder ich sag mal so ein Pokémon-mäßigen Spiel auf der Heimkonsole? Wir hatten ja sowas ja schon mal in der Art gehabt mit Pokémon Colosseum und Pokémon XD. Ich klammere jetzt mal Battle Revolution, Stadium 0, Stadium 1 und Stadium 2 aus, weil das waren, die kann man auch als was bezeichnen, als solche richtigen 3D-Pokémon-Spiele. Aber die waren ja mehr so eine Art Erweiterung ja, zu den Handheld-Spielen, um da nochmal richtig kämpfen zu können. Ja gut, man konnte auch selbst dort ein paar Pokémon noch haben, aber man hat es halt hauptsächlich genutzt, um seine eigenen Teams da auf dem Fernseher sehen zu können. War natürlich auch schon ziemlich geil. Weil ich finde es halt etwas schade, dass jetzt für die 5. Generation, jetzt für die 6. gar nicht sowas kommen wird. Wir haben jetzt ja mehr noch so wie Poképark. Ja, was gibt's noch so für die, ja, Pokémon Rumble. Poképark und Pokémon Rumble, das sind jetzt so die einzigen, ich sag mal, Spin-Offs, die mir jetzt für die Heimkonsole einfallen, die jetzt regelmäßig noch erscheinen. Oh, naja, und die finde ich jetzt, ich glaube, war ich hier schon? Aber ich glaube, ich habe hier, wenn ich dich schon gekämpft habe, dann war ich hier. Und der hat irgendwas von 20 Minuten 14 Sekunden gelabert. Oder die. Man sieht es nicht von außen, ob es ein der oder eine die ist. Wahrscheinlich die Zeit, wie lange die schon hier unten atmet mit dem Tauchgerät. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Ach, ich wollte doch auswechseln. Egal, dann macht Metagross mal den Job. Also ich würde es ziemlich abfeiern, denn ich kann Pokémon Colosseum und XD auch sehr gut leiden. Und ich würde mir, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Projekt erwähnt, sowas würde ich mir auch echt nochmal erneut wünschen. Und ja, mach mal so einen schönen Zen-Kopfstoß. Es muss ja nicht wieder mit derselben Story sein. Ich habe das auch mal gesagt, bis auf eine Sache ist die Story auch sehr abgeschlossen. Es gibt nur einen kleinen Plotpunkt, den ich ein bisschen fragwürdig finde, der noch ein paar Fragen aufwerfen könnte. Der jetzt aber vielleicht auch nicht so nennenswert ist, dass man daraus noch einen ganz komplett neuen Teil macht oder ein komplettes Sequel zu Pokémon XD. Ich denke mal, dafür reicht es nicht aus, sonst wäre ja schon längst was gekommen. Wo das geil wäre, weil dann hätte man so eine Art Trilogie draus machen können. Das hätte echt was gehabt. Aber nee, wir müssen ja Battle Revolution kriegen. Ich habe zwar keine Ahnung von Battle Revolution, aber ich habe viel Schlechtes davon gehört. Es soll wohl ziemlich kacke sein. Und ja, unser Metagross. Als Metang hat es kaum was ausgewirkt, aber jetzt guckt euch den nur an. Mit seinen fetten 8 Armen. Das ist einfach nur episch. Jetzt erstmal ein Ether für Bloody Mary. So. Ah, das ist auch scheiße weitläufig hier. Da oben ist auch schon wieder was. Jetzt sind wir schon auf Route 130. Aber ich find's geil. Ich mag es. Ich mag ja großen Spieleumfang. Finde ich sehr wichtig sogar.
Denn ich denke auch immer so, man gibt ja schließlich Geld für ein Spiel aus und ja auch nicht wenig. So ein Spiel, zum Beispiel dieses hier, kostete ja, ich glaube, 45 Euro. Und dann will man ja auch eine entsprechende Zeit damit dann ja auch unterhalten werden von diesem Spiel. Und das schafft man ja durch hohen Umfang. Natürlich sollte das Gameplay auch gut sein und alles drum und dran. Es gibt auch Spiele, die haben vielleicht einen hohen Umfang, aber machen einfach keinen Spaß auf Dauer. Das bringt natürlich auch nichts. Aber dann wird das Spiel entsprechend auch nicht gut sein, kriegt dann nicht gute Wertungen und wird dann auch entsprechend nicht gekauft. Das ist der Kreislauf der Spielentwicklung. Achte nicht auf seinen Zweck. Nein. Okay, das ist sehr blöd. Ne, da wechsle ich mal lieber aus. Zytox ist jetzt dann nicht so gut. Dann Farodin. Auf jeden Fall würde ich mir sowas wünschen, weil jetzt hat man für die fünfte Generation auch gar nicht sowas gehabt. Kann ich aber verstehen, weil die fünfte Generation hat ja nur 3 Jahre angedauert. Das ist relativ wenig. Jetzt in Europa sogar nur 2,5 Jahre, weil Schwarz und Weiß kam ja bei uns ziemlich verspätet raus. Ich glaube, das kam wirklich erst ein halbes Jahr später raus, nachdem es in Japan schon draußen war. Und ich habe jetzt die Mega-Entwicklung vergessen. Ups. Da hätte ich die lieber mal aktiviert. Ist das denn das Einzige? Ne, ist nicht das Einzige. Dann mache ich einmal so. Irgendwie lägt das aber so ein bisschen. Man merkt, dass der lädt immer so ein bisschen, bevor er die Aktion ausführt. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sejong schläft oder dass der Hintergrund zu aufwendig ist oder so? Naja, auf jeden Fall ist es jetzt tot. Habe ich ja schon mal gesagt, Sejong wäre ein Anwärter gewesen für als letztes Pokémon, als Eis-Pokémon. Aber Frostage hat sich doch besser angeboten, weil es einfach ein Geist-Pokémon ist und sonst wäre Walreiser ein Milotic-Klon praktisch gewesen, weil die Movesets ähneln sich wirklich stark und ich finde Milotic in einigen Fällen wirklich besser. Und ich habe mich auch noch jetzt tatsächlich mal informiert darüber, wo der Move-Tutor ist. Den treffen wir leider erst nach der Liga. Ja, leider. Deswegen wird Demix uns leider nicht ganz so viel in der Liga nutzen können. Wir haben ja Wasserattacken. Aber wir haben dann mal nichts, was gegen Wasser anfällig wäre. Nur so einzelne Pokémon, aber jetzt nicht so ganze Trainer. Aber da es viel aushalten kann, können wir es noch gut nutzen. Dasselbe gilt halt, wie gesagt, für Farodin. Der hat auch ein bisschen die Arschkarte. Galagladi wird uns sehr gut helfen. Bloody Mary wegen den Geist-Pokémon wird uns auch gegen einen Trainer richtig helfen. Mit Galagladi auch gegen den Kampfattacken haben wir da auch eine gute Chance gegen einen. Ansonsten, ja, wohl auch Farodin könnte gegen einen Trainer ein bisschen was machen. Und sonst Zytox brauchen wir auch noch dringend und auch eben und Demix auch wegen Eisattacken. Ihr werdet das schon sehen. Auf jeden Fall. Oder konnte ich das schon denken, falls ihr selbst das Spiel schon kennt oder das Original, was bestimmt keine Seltenheit ist, weil Rubin, Saphir, Smaragd waren ja sehr, ich sag mal, gut verkaufte Spiele, die auch viele gezockt haben. Deswegen, dass er doch schon ziemlich im Umlauf kam. Und auch Oras hat sich ja auch sehr gut verkauft. Das fand ich auch ziemlich episch, dass sich hier Omega Rubin und Alpha Saphir in wenigen Tagen, ich glaube, die Vorbestellungen, die waren höher als bei X und Y. Und X und Y war eins zu dieser Spiele, die hatten einen richtig hohen Hype gehabt. Und Oras hat den tatsächlich nochmal gehoben, diesen Hype. Das fand ich echt geil. Und schon wieder hier so eine geheime Insel oder was? Jetzt sind wir auf der geheimen Blumenwiese. Okay, jetzt ist sie aber nicht mehr geheim, weil das kennen wir die ja. Aber gibt es hier echt keine Items? Nichts, keine TM? Was haben wir denn hier so für eine Geheimbasis? Ich gucke mir jetzt mal nur die eine an. Das ist schon besser. Würde ich nehmen, so eine kleine Doppelhaushälfte hier. Kann man so eine WG auch draus machen, zieht man einfach eine Wand zwischen. Ach ja, WG. WGs sind ja auch schon mittlerweile sehr beliebt, weil ist ja halt, man teilt sich ja eine Wohnung mit mehreren Leuten und man teilt sich dadurch dann ja auch die Miete. Ich habe ja auch mal überlegt, sowas zu machen, wenn man es vor allem studieren will. Aber ich sehe da einen Haken bei. Ich kann mir vorstellen, auf Dauer wirklich mit jemand anderem zusammenzuwohnen. Und das wirklich, ja, auf Dauer halt, mehrere Jahre lang.
Stell mal vor, man kommt mit dieser Person vielleicht nicht so gut klar. Ich glaube, dann wird man sich so ein bisschen kaputt machen. Wenn, ich glaube, man will da wirklich nur seine Ruhe haben und wenn man die halt nicht bekommt, wenn man halt ein Zimmergenossen hat. Beziehungsweise nicht ein Zimmergenossen, aber so ein Wohnungsgenossen. Man muss ja sich mal abstimmen und unterhalten und sowas. Achso, dich habe ich ja schon. Deswegen WG wirklich nur, wenn man wirklich gutes Vertrauen in die Person hat, die man kennt. Wenn man die wirklich gut kennt, wenn das ein echt guter Freund ist oder... Oder vielleicht sogar, wenn man in einer Beziehung ist oder sowas und dann die beiden Partner sich dann halt eine WG dann nehmen. Dann lieber nur in dem Fall. Und sonst bin ich lieber doch für alleiniges Wohnen. Dann zahlt man lieber ein bisschen mehr Miete. Aber wenn man sich das erlauben kann, dann hat man auch wirklich seine Ruhe, kann auch in Ruhe lernen und hat halt keine, muss halt keine Kompromisse eingehen. Und sich an nichts kaputt machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt soweit fertig hier unter Wasser. Dich dürfen wir auch schon haben. Oder? Komm zur Vollständigkeit. Wusste ich's doch. Ich hatte am Start ein Mittagsschläfchen gemacht. Aber irgendwann muss es mich weggespült haben. Der kommt bestimmt aus einer ganz anderen Region und wurde jetzt hier hingespült. Kann ich mir so richtig vorstellen. Der ist jetzt so richtig verpeilt, wo der jetzt überhaupt ist. Oh, Wolke 7. Auf jeden Fall bin ich zum Thema. Wir haben wieder abgedriftet. Was ich auch noch meine jetzt für die Heimkonsole. Es muss jetzt ja nicht nur sowas wie eine Story sein. Man kann ja wirklich so eine Art eigene Edition ja für die Konsole machen. Also wie würdet ihr das finden? Ob Pokémon-Editionen wirklich Handheld-exklusiv sein können oder ob man vielleicht auch bestimmte Versionen dann auch für die Konsole rausbringt? Weil man könnte halt wieder coole Verbindungen machen zwischen Handheld und Konsole dann, dass man da wieder bestimmte Goodies freischaltet, vielleicht Events oder so. Da kann man echt wieder viel machen. Wäre auch gute Marktstrategie für Nintendo. Und ja, eine Pokémon-Edition in HD. Wer sagt da nein? Na gut, wir haben jetzt ja mit dem 3DS, haben wir es ja schon, wie man hier sieht, 3D-Pokémon. Und ich finde das 3D wirklich auch sogar noch schöner, als man es in Colosseum und XD umgesetzt hat. Denn da hat man schon so richtiges 3D gehabt. Hier haben wir noch so eine leichte Vogelperspektive. An manchen Stellen wechselt das ja auch noch zur Vogelperspektive noch so. Und da war ja alles ja komplett in 3D. Also die so First-Person-Kamerasicht war das ja auch. Aber ich muss sagen, ich mag diesen Stil hier aber deutlich mehr. So, vor allem da war das auch, da war vieles noch sehr polygonlastig, weil man da einfach das mit der Auflösung noch nicht so richtig hinbekommen hat. Und auch so die, ja man sieht jetzt ja, die Polygone sind einfach viel besser. Sieht alles viel besser aus. Aber jetzt kann man wirklich sowas auch wieder voll gut für die Wii U rausbringen. Das hat ja echt was. Und überhaupt, weil die Wii U ja natürlich mehr drauf hat als ein Handheld, kann man da auch so viele mehr Möglichkeiten noch einbauen. Oh, ich habe nicht damit gerechnet, mitten im Meer auf einen anderen Trainer zu treffen. Wir sollten kämpfen, findest du nicht auch? Ja, gib mir deine Erfahrungspunkte. Okay, mach ich. Mit einem Krebutak, okay. Oh, Krebutak ist ein Problem, weil er ist vom Typ Unlicht. Da bringen unsere Geistattacken nicht viel. Da muss ich erstmal wieder passen. Und setze lieber mal wieder Farodin ein. Ein paar Level kann Farodin ja noch vertragen. Ich möchte auch gerne, dass er einen neuen Anwärter als Megasauger bekommt. Eine neue Pflanzenattacke. Ich habe es ja auf Blättersturm abgesehen. Oder beziehungsweise, dass wir Kreuzschere zumindest wegmachen. Mit Doppelschlag müssen wir uns leider zufrieden geben. Das werde ich wohl nicht wirklich nutzen können, weil der einfach zu speziell ist und kaum physischen Angriff hat. Da bringt es uns einfach nicht viel. Auf jeden Fall, wieder zurück zum Thema. Das Problem ist natürlich, wenn man dann für die Heimkonsole sowas macht. Erstmal, viele haben keine Wii U. Also die verkauft sich ja wieder besser, aber jetzt auch nicht so wie erwartet. Na gut, es würde dann wieder mehr Leute antreiben, sich eine zu kaufen. Denn ja, Pokémon-Fans haben im Moment bis auf Pokémon Rumble U keinen Grund, sich eine zu kaufen. Oder dieses Pokken vielleicht. Von dem ich auch nicht allzu viel halten kann. Ich weiß nicht, wie das wird. Das ist einfach zu wenig bekannt. Das ist ja dieses Pokémon als Fighting-Game. Muss man mal mehr von sehen.
Was haben wir denn hier oben? Moment mal. Ist das der Ort? Ja. Ihr seht schon erste Ansätze von einem ziemlich epischen Ort. Aber wo du uns ja gerne mal den Weg versperren musst. Jenseits dieser Grenze dürfen nur jene wandeln, die sich als würdig erwiesen haben. Ey, ich habe die ganze Welt gerettet. Das ist nicht würdig genug. Spast. Ach man. Das da oben ist nämlich der Himmelsturm. Ich finde es interessant, dass man da jetzt schon hin kann. Denn damals war das so, da war der Weg noch, da waren die Steine noch so weg. Das Meer wimmelt nur so von Pokémon. Das macht das Schwimmen alles andere als leicht. Aber ich finde das auch so logischer gemacht. Das machen die jetzt wieder so wie bei der Azuria-Höhle. Einfach einen Trainer da vorstellen, der sagte, ja, du kannst doch nicht schreien hier. Weil damals war das auch irgendwie unlogisch. Da war der Weg dann einfach versperrt, weil da waren noch Steine vor. Und als man dann die Liga geschafft hat, waren die Steine auf einmal weg. Das war auch irgendwie unlogisch. Und da kommt man ja auch nicht so einfach drauf. Da denkt man ja nicht daran. Man hat ja auch keine Anzeichen bekommen, dass da noch was war. Man kann ja nur durch Zufall da nochmal entlang gesurft sein und irgendwie sagen, auf einmal ist da ja ein Weg frei. Deswegen finde ich das so tatsächlich besser gelöst. Also sonst hat man das in Smaragd natürlich am besten gelöst, wo man einfach den Himmelsturm in den Plot mit eingebunden hat. Aber vielleicht bekommt das ja auch noch seinen eigenen Plot. Mehr weiß ich nicht darüber, aber ein bisschen was. Aber das wird auch noch interessant. Aber das ist ja alles so komisch verzwickt. Okay, hier ist nichts. Auf jeden Fall, der Nachteil ist ja, wenn man so ein Pokémon auf die Konsole bringt. Ja, Pokémon hat ja auch mal viel davon gelebt, dass man das ja so für unterwegs ja so ein großes Spiel hat. Dass man das ja halt überall zocken kann. Und auf der Wii U kann man das ja eben dann ja nur zu Hause zocken. Das ist halt schon, ja, ein großer Unterschied. Man kann so Sachen wie Street Pass gar nicht ausnutzen. Nur dieses, dass man so unterwegs dann gegeneinander kämpft. Was finden Männer bloß an Bikinis so toll? Die starren mich alle an. Ja, ist halt so. Also das ist echt, man guckt halt automatisch auf sowas. Ich geb's ja auch zu. Naja, dann sollte sie eben dann ganz normal mit dem Badeanzug gehen, wenn die sowas stört. Aber ich würde es auch behaupten, das ist normal, dann glotzt man halt irgendwie. Da glotzt man sich halt gegenseitig an. Das ist eigentlich natürlich sogar. Hier könnte ein Item sein. Ist auch nicht. Ich glaube, das sind einfach diese Stellen, wo man dann beim Fliegen immer dann hingelangt. Und ja, wir kommen gleich schon in die nächste Stadt an. Wir haben das Wasser erkunden fast fertig. Aber ich bin auch froh, dass wir das jetzt alles in ein Stück gemacht haben. Mehr, mehr und noch mehr, mehr. Soweit das Auge reicht. Nur Wasser. Allmählich fängt es an, langweilig zu werden. Das ist mal Selbstironie. Nice. Ich sag ja, wir sind ja auch schon fast durch. Ich bin froh, dass wir das jetzt alles auch in ein Stück gemacht haben. Das sind jetzt wirklich jetzt 4 Parts jetzt gewesen, wo wir jetzt nur durchs Wasser gereist sind. Obwohl ich sag mal 3, weil der erste Part war ja, wo wir einfach mal gegen Vesprit gekämpft haben. Und dann können wir aber auch wirklich dann normal mit allen weitermachen. Es gibt dann noch eine Stelle, die will ich nochmal ausprobieren. Da kommen wir jetzt aber auch direkt noch hin. Garados, da kann ich sogar Eisstrahl einsetzen. Sehr schön. Bedroher, macht mir nichts. Denn ich bin speziell. Och nö. Macht das echt so wenig Schaden? Na gut, Garados hält doch viel aus. Ansonsten könnt ihr sagen, was ihr noch für so Pokémon-Spiele für die Heimkonsole haltet. Und ja, ob ihr das gut findet, dann so ganze, ich sag jetzt mal nicht Edition, also ich sag mal vielleicht nur so, aber so wie Edition aufgebaute Spiele. Oder man bringt wirklich so eine Edition dann ja mit einer Region dann für ein 3DS raus und vielleicht dann nochmal dieselbe, aber halt ein bisschen mit HD und so, dann vielleicht dann nochmal für die Wii U dann. So, ja, ich sag mal so ähnlich, wie man das bei Smash Bros. Jetzt gemacht hat. Dass man vielleicht dann bei der 3DS-Version ein paar andere Funktionen hat, vielleicht ein paar andere Pokémon fangbar sind und der Rest dann auf der Wii U dann. Das würde auch wieder mehr Leute antreiben, sich auch beides zu holen. Das wäre marketingtechnisch ganz schlau eigentlich. Aber auch nur, wenn die Spiele sich dann auch wirklich sehr unterscheiden. Hey, hier geblieben. Du und ich, wir kämpfen jetzt.
Also die sollten sich jetzt auch wirklich genug unterscheiden und jetzt nicht fast dasselbe sein, jetzt nur, dass das eine halt ein HD ist und das andere für unterwegs. Da sollten schon wirklich vielleicht auch andere Legis sein, die Story ein bisschen anders. Zum Beispiel sowas, aber das wäre cool irgendwie. Das hat man ja bei Sonic Boom ja so ein bisschen versucht. Da hat man ja zwei Entwicklern ja einfach den Auftrag gegeben, die einen soll das für den 3DS machen, die anderen für die Wii U. Naja, Sonic Boom, sage ich mal nicht ganz so viel zu. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Sonic-Universum befasst hat, der... Ja, der kennt Sonic Boom. Entweder liebt man es oder man hasst es. Ich hasse es jetzt nicht unbedingt, aber ich finde, es ist nicht ein allzu gutes Spiel. Einfach der Plot, den fand ich nicht so toll. Also ich rede jetzt hauptsächlich von der Wii U-Version. Wir hängen uns jetzt rein und zeigen dir, was ein Geschwisterpaar im Kampf so drauf haben kann. Wir sind Geschwister, sollen wir mal mit vereinten Kräften gegen dich kämpfen? Ja, okay. Erstmal grafisch, war das so auf Wii-Niveau eigentlich? Die Bugs, da will ich gar nicht mal mit anfangen. Soundtrack. Was war da ein Soundtrack überhaupt bei? Ich habe da immer nur so leichte Hintergrundgeräusche wahrgenommen, ganz ehrlich. Also man merkt schon, ich bin nicht wirklich ein großer Freund von Sonic Boom. Das für 3DS habe ich jetzt nicht komplett alles gesehen. Ich habe mal ein Display, mal ein bisschen was verfolgt, aber ich habe es jetzt nicht ganz geguckt. Ich fand es aber schon ein kleines bisschen besser als die Wii U-Version. Das wirkte so ein bisschen dynamischer und so. Aber da habe ich sowas mitbekommen, man muss da wohl öfter mal backtracken oder Levels mehrmals machen. Und das hat das dann auch wieder ein bisschen verschlechtert. Das musste auch nicht sein. Das Spiel dann so künstlich in die Länge zu ziehen. Das war echt unnötig. Und das hat das Spiel dann auch wieder schlechter gemacht. Sehr schade. Oh, Hagelsturm. Okay. Na gut. Ah, das wäre mal wieder geil. Dann hat man wieder sowas. Das wäre jetzt auch so Let's Play-technisch geil. Weil ich möchte auch mal gerne so Online-Kämpfe ja auch mal zeigen. Dass man dann auch wirklich dann so Pokémon-Kämpfe dann vielleicht halt vom 3DS dann wieder auf dem Fernseher übertragen kann. Dann muss ich einfach noch den Bildschirm wieder abfilmen, dass man dann so wirklich so HD-Kämpfe hat. Da kann man die Auflösung ja noch mehr verbessern, vielleicht die Hintergründe noch besser machen. Also man hat einfach noch mehr Möglichkeiten mit. Man ist ja durch den 3DS ja auch ein bisschen beschränkt ja auch. In ein paar Fällen. Und diese Beschränkung würde man ja mit der Heimkonsole ja aufheben, weil die Wii U hat ja einfach mehr Power als so ein 3DS oder New 3DS. Obwohl der New 3DS soll ja auch schon ziemlich krass Power haben, dass er ja selbst Wii-Spiele abspielen kann. Also wenn man jetzt an Xenoblade Chronicles denkt. Auf jeden Fall, wir sind jetzt im Floßbrunnen. Und jetzt erstmal heilen. Und das ist was, was ich haben will. Unbedingt. Und jetzt werde ich erstmal ein paar Team-Pokémon wechseln. Zum Beispiel müssen wir jetzt ja Zyltrox nicht mehr dabei haben, weil wir haben jetzt ja unsere Aeon-Flöte, was ich ziemlich abfeiere. Denn diese anderen beiden Mitglieder, die müssen ja richtig hier vertrocknet sein. Level 41, 42, oh ja. So, machen wir das. Denn, ja, Prostage hat jetzt genug trainiert und, ey, ich wollte doch mit euch reden. Oder machen wir das so, wir gucken uns erstmal den Ort an. Warum kann ich das nicht... So, Steuerung, ne? Diese Steuerung. Aber die Steuerung ist echt so ein bisschen komisch. Also ich finde die ein bisschen schlechter als ein X und Y. Kangama Need. Oh, jetzt können wir auch richtig overpowered sein. Sehr schön. Ich finde Kangama, also Mega Kangama, ist schon in einer gewissen Weise ein bisschen OP durch seine Fähigkeit. Auf jeden Fall, das ist Floßbrunnen. Ihr seht es so ein bisschen hier, die Häuser sehen echt schön aus. Und hier ist alles auf Flößen gebaut. Das finde ich echt geil, die Idee. Gefällt mir echt. Und auch die Musik ist auch echt schön, so schön entspannt. Und das war schon damals eine ziemlich coole Stadt, auch schon in Rubin Saphirs Markt. War schon damals was sehr Besonderes. Und ja, ich bin gerne hier. Auf jeden Fall haben wir noch Zeit, uns die Stadt mal genauer anzugucken. Obwohl, oder andererseits, wir haben jetzt 29 Minuten. Ich würde sagen, wir machen das so.
Ich werde im nächsten Part noch die Stadt Floßboden, die gucken wir uns nochmal genauer an. Dann gehen wir nochmal nach links noch da. Da haben wir nämlich auch noch, ich zeig mal kurz. Haben wir hier noch einiges. Das ist, das ist so eine Strömungsroute, die gucken wir uns noch an. Da ist auch noch was ziemlich Interessantes. Was ist eigentlich das hier? Kommen wir da noch hin? Ich hoffe es mal. Auf jeden Fall, dann haben wir das aber endgültig abgeschlossen. Und ich frage mich, ob wir da was Bestimmtes schon freischalten können. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ihr seht das jetzt alles auf dem unteren Bildschirm. Aber ich sag mal, wenn man jetzt Vollbild macht, dann dürfte man das sehen. Oder YouTube stretcht das Bild ja immer so auf die HD-Größe, dann sollte man das gut sehen können. Aber auf jeden Fall, im nächsten Part gucken wir uns dann hier ein bisschen mal noch um, gehen mal in die Strömungen. Und dann sag ich mal, bis dann!